Karel Čapek, wie ein Theaterstück entsteht. Der Gestapo galt Čapek als Staatsfeind Nummer zwei. Gewöhnlich platzt am letzten Tag vor der Generalprobe der Unglücksbeutel. Im Ensemble brechen epidemische Grippen, Anginen, Lungenentzündungen, Rippenfellentzündungen, Blinddarmreizungen und andere Krankheiten aus. Fühlen Sie nur, was für ein Fieber ich habe, zischt der Hauptdarsteller dem Autor ins Ohr. Wie ein Wasserhahn, dem Dampf entweicht. Ich sollte mich hinlegen, mindestens auf eine Woche, röchelt er, erstickt vor Husten, und sieht den Autor mit vorwurfsvollen Augen an. Wie das Opfer, das zur Schlachtbank geführt wird. Ich kann kein einziges Wort, sagt ein anderer. Herr Autor, verlangen Sie, dass man die Premiere verlegt. Krächzt Clara. Hier auf der Bühne zieht es ganz schrecklich, Herr Doktor. Man sollte mich nach Hause gehen lassen, sonst kann ich die Premiere leider nicht spielen. Der Wahrheit die Ehre. Das Schauspielergewerbe ist härter als Krieg führen. Und falls jemand von Ihnen Schauspieler werden möchte, dem rate ich an Vaters- und Mutterstelle mit gefalteten Händen und erhobener Stimme davon ab. Nun ja, wenn er es aber mit aller Gewalt will, dann prüfe er zuvor seine Widerstandskraft, seine Geduld. Er probe die Blasebälge, Pfeifen und Register, dann erfahre er am eigenen Leibe, wie man unter der Perücke schwitzt. Und dann überlege er, ob er es aushält, nackt im Frost zu gehen oder in Wattesachen gepackt ein Dampfbad zu nehmen. Ob er fähig ist, 8 Stunden hintereinander zu stehen, zu laufen, zu schreien, zu flüstern, sein Mittag- und Abendessen aus einem Stück Papier einzunehmen, nach Wanzen stinkenden Mastix unter der Nase zu haben, von Scheinwerfern gebraten und von der Windmaschine aus der Versenkung angeblasen zu werden, etwa so viel Tageslicht zu sehen wie ein Bergmann. Pech im Kartenspiel zu haben, eine halbe Stunde lang nicht niesen zu dürfen, ein von 20 Vorgängen durchschwitztes Trikot zu tragen, 6-mal die Kleider von der Verbrühung und regelrecht dampfenden Blöße zu streifen, mit Knochenhautentzündung, Angina und meinethalben auch Beulenpest zu spielen und noch viele andere Qualen zu erdulden, die ein Schauspieler, der spielt, zu erleiden hat. Wobei ein Schauspieler, der nicht spielt, Punkt. Punkt. Punkt.